Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und ich möchte euch ein neues Spiel vorstellen, nahebringen. Ihr seht es heißt Victory and Glory Napoleon. Es ist ja vor etwa einer Woche rausgekommen, relativ frisch also. Und ich will gleich mal vorweg sagen, es gefällt mir ausgezeichnet. Es hat ein paar ganz interessante Mechaniken. Es ist historisch sehr schön recherchiert, versetzt uns ja sehr gut in diese Zeit der napoleonischen Kriege, der vor allem des dritten Koalitionskrieges, dazu kommen wir gleich. Und ich werde das hier in einem angespielt Format euch mal zeigen. Es werden vermutlich mehrere Videos werden, so schätzungsweise drei. Ich werde diese Kampagne ein bisschen beginnen und ja ein paar Runden laufen lassen bis zu einem bestimmten Punkt, sodass ihr eigentlich dann das Wesentliche gesehen haben solltet. Und es gibt auch einiges zu erklären. Aber wie gesagt, es lohnt sich. Und ich sage jetzt schon mal, das Spiel kommt auf die Liste der potenziellen Let's-Play-Projekte für meinen Kanal. Ab und zu gibt es ja da Auswahlmöglichkeiten, ihr wisst das. Und na, das passiert gar nicht so oft, dass ich ein Spiel so adle. Insofern ja, könnt ihr gespannt sein, wie das hier sein wird, was mir daran gefällt. Vielleicht vorweg, das kann man als eine Art Brettspiel-Umsetzung verstehen. Das ist übrigens von Slytherin Matrix Games rausgebracht, gepublished, die mir auch den Key zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür. Ja, es ist eine Brettspiel-Umsetzung. Ein bisschen merkwürdig, denn das Brettspiel gibt es noch gar nicht. Das Ganze ist entwickelt von Glenn Drover, einem durchaus ja, relativ bekannten Brettspiel-Designer. Und der hat bei Kickstarter dieses Projekt angefangen und hat auch fast 60.000 Dollar dafür bekommen und arbeitet quasi jetzt gerade an der finalen Version des Brettspieles, die im nächsten oder übernächsten Monat erscheinen soll. Parallel ist eben dieses PC-Game entstanden, das jetzt schon früher fertig ist. Und ich muss sagen, also wenn das Brettspiel, das ist glaube ich 1:1 genauso, das ist wirklich hochinteressant. Also ich könnte mir das sogar als Brettspiel ganz gut vorstellen. Wobei bei dem Ausfechten der großen Schlachten bin ich ganz froh, den Computer hier zu haben, der so ein paar Sachen berechnet und übernimmt. Das werdet ihr gleich sehen. Ich will einfach gar nicht so lange quatschen, sondern wir beginnen direkt mal ein New Game. Das Besondere ist, dass wir nur auf der Seite von Frankreich, nur auf der Seite von Napoleon spielen können. Ich vermute mal, im Brettspiel wird das nicht so sein. Da gibt es dann natürlich auch noch einen Gegenspieler. Und der Gegenspieler, der wird hier durch die KI übernommen. Das ist immer Großbritannien mit den jeweiligen Koalitionspartnern, die durchaus wechseln können. Trotzdem gibt es verschiedene Szenarien und trotzdem ist der Wiederspielwert relativ hoch. Nicht nur aufgrund der verschiedenen Szenarien, sondern aufgrund bestimmter Mechaniken, Eventcards, zu denen ich nachher noch komme. Die Entwickler haben dieses 1805-Szenario Dash for the Danube, also der Sprint an die Donau, so würde ich es mal übersetzen, als Hauptkampagne bezeichnet, obwohl es noch eine gibt, die heißt hier, die zweite Koalition beginnt 1800, die früher beginnt. Ich vermute mal, dass das hier am, wie soll ich sagen, am balanciertesten ist, wenn man 1805 beginnt. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, weiß ich nicht. Ihr seht, das sind hier verschiedene andere wichtige historische Daten, wo man einsteigen kann. Und wie gesagt, man spielt immer Napoleon und man spielt immer bis zum Jahre 1815. Dann ist das Spiel zu Ende. Wir beginnen einfach mal mit der Hauptkampagne. Ja, und jetzt wird uns noch ein bisschen Hintergrund erzählt. Das ist der große Moment Napoleons, historisch. Er hat tatsächlich geplant, England in England zu landen mit einer großen Armee, hat die zusammengezogen, aber dann ist ihm es nicht gelungen, die englische Flotte zu schlagen. Im Vorfeld gab es da eine unglückliche Schlacht am Cap de Finisterre und da ist also ein Großteil der französischen, spanischen Flotte vernichtend geschlagen worden oder einigermaßen, sagen wir, sie konnten dann noch fliehen. Später kam ja noch Trafalgar, aber da hatte er das schon eigentlich schon abgehakt, die Eroberung Großbritanniens, und ist dann, da er nun einmal diese Grande Armee zusammengezogen hat, ist dann mit dieser umgekehrt und hat mit dem Ziel, so schnell wie möglich gegen Österreich vorzugehen, deshalb auch der Sprint an die Donau. Vermutlich wollte er den Zusammenschluss des Zaren, der russischen Truppen mit der österreichischen, verhindern, ist ihm dann am Ende nicht ganz gelungen, aber das ist naja, das ist in die Geschichtsbücher aus Schlacht von Austerlitz eingegangen. Dazu kommen wir vielleicht noch. Die Situation ist also der Beginn des dritten Koalitionskrieges. Das heißt, der Zar hat ein Bündnis mit Großbritannien eingegangen und die Österreicher sind auch in diesen Krieg eingetreten.
Die drei wollen Frankreich in die Grenzen von 1792, glaube ich, zurückdrängen. Das ist die Situation. Und wir starten die Kampagne. Wir können erstmal noch hier den Schwierigkeitsgrad wählen. Ich wähle mal den mittleren. Auch wenn ich nicht allzu viel schon gespielt habe, einige Stunden. Aber ich denke, trotzdem, zumindest für die ersten Züge, traue ich mir das Ganze so zu. Okay, ja, ihr seht hier die Karte. Ich habe schon mehrfach gesagt, ich liebe ja solche gemalten 2D-Karten. Das wird auch genau die Karte des Brettspiels sein. Wir scrollen einmal überall hin. Und bevor ich zu den einzelnen Spielelementen komme, es ist einiges zu erklären. Das muss man einfach, wenn man jetzt so ein Spiel vorstellt, vielleicht das Wichtigste. Wie kann man es gewinnen als Napoleon? Ja, ein Spiel, was auf Siegpunkten basiert, gibt es ja mehrere bei Brettspielen häufig so. Und die können wir uns hier mal direkt anschauen. Es gibt nämlich verschiedene Aktionen Siegpunkte. Derzeit hat Frankreich 35 und Großbritannien 60. Also derzeit hätten wir verloren. Wir bekommen Siegpunkte dazu, wenn wir neue Regionen kontrollieren. Also das sind im Prinzip diese hier, diese kleinen mit Grenzen verzeichneten Regionen. Also wenn wir Baden-Württemberg, Thüringen, Westfalen oder so ins Reich, ins Kaiserreich eingliedern, dann bekommen wir Siegpunkte, ich glaube 5 pro Region. Wenn wir große Schlachten gewinnen, gibt es glaube ich 10, bin mir nicht ganz sicher. Dann gibt es große Ereignisse, die wir auslösen können. Zum Beispiel die Etablierung des die Erschaffung des Königreichs Spanien, die Erschaffung des Königreichs Norditalien oder die Erschaffung des Großherzogtums Warschau. Und solche Geschichten, das bringt dann auch nochmal Siegpunkte. Wenn man große Nationen vernichtend schlägt, also sie aus dem Krieg herausnimmt, wie das geht, dazu kommen wir noch, gibt Siegpunkte und alle möglichen anderen Sonderregeln auch noch. Also das, ja, das ist alles in der Anleitung ganz gut erklärt. Hier leider im Spiel eher weniger, also man muss wirklich die Anleitung lesen, die aber wirklich auch gut ist und alles sehr transparent macht. Aber ohne Anleitungslektüre kommt man hier eigentlich nicht weiter. Also das ist das Ziel, bis 1815 muss man Siegpunkte haben und dann gibt es noch Abstufungen, ob es ein, keine Ahnung, ein Triumph ist, ein großer Sieg und so weiter. Ihr kennt das alles. Ja, wie spielt man das Ganze nun? Es gibt, ich sag mal, es gibt 4 Ebenen, auf denen sich dieses Spiel abspielt. Einmal haben wir natürlich diese strategische Karte, auf der man Armeen bewegt, zusammenführt, Feldzüge plant und Schlachten beginnt, indem man auf eine feindliche Provinz zieht, wo eine andere Armee steht. Das ist ganz klar. Das ist sozusagen die eine Ebene. Dann haben wir als zweite Ebene natürlich das Ausfechten der Schlachten. Das passiert an einem anderen Bildschirm und das ist wirklich ein ganz interessante, sehr fordernde und durchaus spaßige Mechanik. Da gibt es einige interessante Elemente. Es können sogar Einheiten, können Upgrades erhalten, die können stärker werden und so weiter. Man hat unterschiedliche Generäle, die alle historisch bezeichnet sind. Wir haben hier natürlich Napoleon in dieser gerade ausgewählten Armee, die steht hier. Aber an seiner Seite sind hier noch andere. Jean Lannay, hier hat man noch einen sehr guten, nee, das ist ein Fauxpas. Hier. Louis-Nicolas Davout und so weiter, alles historische Generäle. Also da ist einiges dabei für Taktiker. Dazu kommen wir später noch, wenn es um die Schlachten geht. Also dieses Ausfechten der Schlachten. Die dritte Ebene ist ja so Ereignisse, die über Event-Cards gespielt werden. Hier seht ihr die. Wir haben hier gerade 2 Seiten sogar von Event-Cards. Und die haben unterschiedliche Bedeutung. Einmal können sie die eigene Armee stärker machen. Und zum Zweiten sind damit historische Ereignisse verbunden, zum Beispiel hier das Königreich Bayern zu erschaffen, die dann quasi die Geschichte vortreiben und mit denen man auch Victory Points erringen kann. Die Eventcards sind nicht immer dieselben. Es gibt eine große Menge an Eventcards im Spiel und Großbritannien hat auch Eventcards, völlig andere. Und am Anfang hat man immer eine, ich glaube, diese ersten 6, die sind immer dieselben. Und die restlichen sind zufällig und man bekommt im Laufe des Spiels auch alle 2 Runden neue oder wenn man eine große Schlacht gewonnen hat, gibt es auch neue und die werden dann zufällig gezogen. Man hat dann noch eine Auswahlmöglichkeit, aber dadurch, dass immer andere Eventcards da sind, sind es immer andere Motivationen für ja, Dinge, die man jetzt tun kann und so ist jeder Spielverlauf auch anders. Also solange ich keine Eventcard habe, zum Beispiel das Königreich Spanien zu erschaffen,
bin ich auch nicht gehalten, jetzt motiviert dorthin zu ziehen. Also, und so gibt es viele andere Dinge. Und das betrifft den Gegner, das betrifft Großbritannien auch. Das heißt, jede Partie ist wirklich anders. Und das ist ganz schön, wie diese Event-Cards so verzahnt sind mit dieser anderen Spielmechanik. Macht richtig Spaß, das Ganze. So, das ist die dritte Ebene. Die vierte Ebene ist die Diplomatie. Und da gibt es hier einen Bildschirm, wo man hier agieren kann. Man kann agieren mit politischen Punkten. Die bekommt man auch in bestimmten Runden oder einmal im Jahr, bin ich mir nicht ganz sicher. Und auch über bestimmte Event-Cards. Und mit denen kann man dann Einfluss ausüben. Ihr seht, das ist hier so ein bisschen aufgeteilt. Es gibt die Großmächte, ausgenommen Großbritannien und die Osmanen, die zählen nochmal anders. Das sind Österreich, Preußen, Russland und Spanien. Und mit denen hat man einen unterschiedlichen Status. Am Beginn, wie gesagt, wir im Krieg mit Russland und Österreich. Preußen ist derzeit neutral und Spanien ist freundlich neutral. Das heißt mehr oder minder alliiert. Das war ja historisch 1806 auch so. Die Spanier waren ja durch so eine Art Zwangsfrieden an die Franzosen gebunden. Und das, ihr seht es, 6 Runden ist das noch so gültig, wenn die 6 Runden abgelaufen sind. Das ist genau ein Jahr, denn jede Runde besteht aus 2 Monaten. Wenn die 6 Runden abgelaufen sind, dann wechselt Spanien in Richtung neutral. Und dann ist es auch wieder offen für Einflussmöglichkeiten durch Großbritannien. Denn das ist so ein Kampf zwischen den beiden Großmächten um die anderen Großmächte. Großbritannien hat natürlich das Ziel, die anderen Großmächte in ihren Krieg gegen Frankreich hineinzuholen. Und sie können jetzt politische Punkte ausgeben, um das diplomatische Rating zu reduzieren. Das ist immer auf Frankreich bezogen. Je höher, umso besser. Ihr seht es, Spanien 8, Preußen 5, das ist noch okay. Kritisch wird es bei 2, 1 und 0. Ich glaube, unter 0 kann es nicht sinken. Ab Wert 2 hat nämlich Großbritannien die Chance, diese Macht in den Krieg zu holen. Die ist am Anfang noch relativ gering. Also, ich glaube, bei 2 sind es 5%, bei 1 10 und bei 0 20%. Und sie müssen dafür auch so Event-Cards spielen. Ich glaube, das erhöht dann teilweise noch die Chance und dann wird das mehr oder minder ausgewürfelt. Es ist also nicht sicher, dass sie dann in den Krieg eintreten. Das ist ein bisschen glücksabhängig, aber sehr spannend, das Ganze. Und wir können durch unsere Einflussnahme diesen Wert wieder erhöhen. Also das ist wichtig und es gibt auch viele Event-Cards, die darauf Bezug nehmen. Das ist ganz hochinteressant und erzeugt echt eine Spannung, ob man es schafft, zum Beispiel zuerst Österreich aus dem Krieg zu nehmen, bevor dann Preußen in den Krieg eintritt und so weiter. Also auch genau die historische Situation, mit der Napoleon konfrontiert war. Dann gibt es noch so zwei Länder, Deutschland und Italien, die ja jetzt keine richtigen Länder sind. Das sind also diese kleinen, unabhängigen Fürstentümer, die hier zusammengefasst sind. Auch mit denen kann man eine diplomatische Beziehung haben. Das ist ein bisschen komplizierter. Das hat viel mit Eventcard zu tun, viel mit den Möglichkeiten, dort Truppen auszuheben, auch mit der Möglichkeit, dass dort Rebellen entstehen und so weiter. Das will ich jetzt nicht im Detail erklären, ist auch eine Sache, die eher das Mid- und Late-Game betrifft. Braucht uns jetzt nicht interessieren. Ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik hier auch noch dahinter. Und dann gibt es diese beiden anderen. Die Briten, mit denen ist man immer im Krieg. Da gibt es keinen Frieden. Und da gibt es dementsprechend auch kein diplomatisches Rating. Und die Osmanen sind auch eine Besonderheit, die kann man nicht beeinflussen. Die treten bei bestimmten Ereignissen in den Krieg ein. Es kann zum Beispiel sein, wenn wir, glaube ich, in Ägypten irgendwie agieren, dann treten die Osmanen in den Krieg gegen uns ein, weil ihre Einflusszone bedroht ist. Wir können aber auch über Eventcards die dazu animieren, gegen Russland Krieg zu erklären, was natürlich eine feine Sache ist. Also das geht nur über besondere Aktionen und nicht über Einflussnahme. Okay, damit habe ich jetzt erstmal die vier Grundelemente beschrieben. Insofern kommen wir mal zu den, ja, dazu, wie wir jetzt unsere Einheiten bewegen, wie das Ganze funktioniert. Es ist so, wir haben hier verschiedene Armeen. Ihr seht das auf dem Feld. Ihr seht die Zahl der, na, ich nenne es mal Regimenter, die da drin sind. Eine Armee kann maximal 20 Regimenter haben. Unsere größte Armee ist jetzt hier unter Führung Napoleons. Hier sind ein paar mehr Einheiten drin. Das sind die Generäle, die zählen. Das sind diese ersten fünf. Die zählen nicht als ein Regiment, sondern wirklich nur die Kampfregimenter. Der Clou ist jetzt, ihr seht es, es ist übrigens, wir beginnen Mai, Juni 1805. Ein Jahr hat dementsprechend 6 Runden und
Man kann in einer Runde immer nur eine bestimmte Anzahl von Armeen bewegen, hier Aktivierungen. Das wird zufällig ausgewürfelt, ich glaube von 3 bis 6 oder 3 bis 5, bin ich mir nicht ganz sicher. Das trifft auch auf den Briten zu. Insofern muss man sich da sehr gut überlegen, was man da tut, weil man kann nicht alle ziehen. Und was noch wichtig ist, man kann nur Armeen ziehen, die auch einen General haben. Zum Beispiel hier oben. Diese Armee hat keinen General. Ich glaube, diese Armee hat auch keinen General. Die Armee auch nicht. Also die kann man jetzt überhaupt nicht wegbewegen. Sind insofern auch anfällig für Angriffe, wenn man das nicht tut. Aber okay, das sind dann Abwägungen, die man treffen muss. Es gibt auch noch Flotten. Ihr seht das hier. Unsere eine französische Flotte, leider nur aus zwei Schiffen bestehend, liegt hier im Hafen. Hier liegt noch eine mit vier Schiffen. Und hier ist eine im Mittelmeer unterwegs. Das ist unsere größte Flotte. Dennoch sind die Briten flottenmäßig extrem überlegen, gar nicht so sehr zahlenmäßig, aber die Qualität ihrer Schiffe ist enorm. Wollen uns das angucken, die haben Stärke 4, das ist der Stärkewert einer Einheit, während wir noch Stärke 3 haben, beziehungsweise 2. Die spanischen Schiffe sind noch schlechter. Also auf hoher See haben wir, wie das historisch auch der Fall war, so gut wie keine Chance. Wir werden da auch erstmal ganz schöne Niederlagen einstecken, wenn wir jetzt hier auf hoher See bleiben. Das ist auch jetzt eine schwierige Abwägung. Okay, wir können mit einer Armee erstmal regulär nur ein Feld weit ziehen. Das ist auch wichtig. Es gibt eine Ausnahme, forcierter Marsch. Da kann man dann zwei Felder, also zwei Regionen durchziehen. Dazu kommen wir gleich noch. Das mal so zur Basis der Armeen und der Bewegung. Es ist so, man kann keine Armeen einfach so bauen, sondern man bekommt Armeen entweder über Eventcards, zum Beispiel wenn man bestimmte Minor Nation, nee, das nicht, aber man kann bestimmte, hier zum Beispiel, wenn man Bayern kreiert, das Königreich, dann bekommt man quasi als, ja, als Alliierte vier deutsche bayerische Einheiten in Bayern gestellt und so weiter. Da gibt es verschiedene andere Eventcards noch. Oder es gibt regulär auch einmal im Jahr neue Truppen, die man ausheben kann. Und zwar, ich glaube, immer im März und April. Das heißt, in diesem Jahr nicht mehr. Da gibt es so einen Truppenpool, aus dem man dann auswählen kann. Und auch da zwischen 3 und 5, glaube ich, kann man auswählen, Regimenter. Und der Pool, das ist festgelegt vom Spiel, der wird jedes Jahr immer mit einer bestimmten Zahl von Truppen aufgefrischt. In diesen Jahren sind es, glaube ich, immer nur zwei Regimenter, die dazukommen. Das ist auch historisch so ein bisschen nachvollziehbar versucht gemacht, also in welchen Zeiten, ja, wie das möglich war für Napoleon. Das spiegelt sich dann auch in dieser Version, also in diesem Pool auffrischen und so weiter wieder. So, jetzt gilt es, unsere ersten Bewegungen zu tun und dafür müssen wir aber einfach mal uns die Eventcards nochmal genauer angucken, weil das ist das, was uns teilweise bestimmt, unsere Handlungsfähigkeit, was wir jetzt tun können. Wir gehen die mal durch, weil das ist auch wichtig. Also mit dem muss man sich intensiv beschäftigen, das ist ein Herzstück dieses Spiels. Wir haben hier Napoleons Genius. Das ist eine Ausnahmekarte, das ist eine Battle-Event-Card. Die kann man in der Schlacht, vor der Schlacht nutzen. Da kann man sich aus vier verschiedenen Boni was aussuchen. Sehr hilfreich. Dann haben wir hier zwei Karten. Da kann man eine kleine Nation auswählen, in der man Truppen hat. Das ist die Voraussetzung. Und die wird dann Teil unseres Reiches. Das ist von Vorteil für die Siegpunkte, ihr habt es gehört, hat aber auch Nachteile. Erstens, falls dieses Land einer anderen Großmacht gehört, dann sinkt das diplomatische Rating um 2 Punkte. Und was noch problematischer ist, diese Karte gibt Großbritannien 2 politische Punkte. Das heißt, sie können Einfluss nehmen. Also wir könnten zum Beispiel jetzt, wir stehen hier in Westfalen und könnten jetzt Westfalen in unser Reich aufnehmen. Bayern ist es schon. Würde aber dazu führen, dass wir derzeit England oder Großbritannien 2 politische Punkte geben. Will ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Dann können wir das Königreich Bayern erschaffen. Das geht allerdings nur, wenn Österreich mit uns im Frieden ist. Und das ist auch unser erstes Ziel. Dazu müssen wir aber besetzen Bayern und Tirol mit unseren Truppen. Dann entsteht das Königreich Bayern und wir bekommen 4 deutsche Einheiten dort in Bayern. Und das findet Österreich natürlich nicht gut und 4 Punkte gehen sie auf der diplomatischen Skala runter. Das ist Forstmarsch, das habe ich schon erwähnt, da kann man 2 Regionen gehen. Hier können wir das Königreich Norditalien kreieren. Auch hier ist das so ähnlich. Wir müssen
besetzen Piemont, Mailand, Venedig und die Papststaaten. Und dafür bekommt man 5 italienische Truppen. Und auch hier findet das Österreich nicht so gut. Das ist aber gar nicht so einfach. Also ihr seht das hier. Das sind diese 3 und hier auch noch 4. Genau. War das noch eine fünfte? Ich weiß gar nicht. Piemont, Mailand, Venedig. Nee, das sind 4. Genau. Da muss man, ja, da muss man auch Truppen haben. Und das ist dann das Problem, weil, wie gesagt, man hat nur begrenzte Möglichkeiten der Aktivierung. Das heißt, das muss man ganz gut überlegen und zirkeln, wie man jetzt mit den Truppen hier vorgeht. Ist ein bisschen knifflig, die Sache. Aber spaßig und herausfordernd. So, hier kann man in einer Minor Nation Truppen rekrutieren in Italien. Das geht, wenn man. Aha, das kann man in jeder italienischen Region machen, die Mitglied des französischen Empires ist. Das führt dazu aber, dass Italien ein bisschen diplomatisch runtergeht. Das könnten wir jetzt hier machen. Ihr seht das. Wir tun die mal ein bisschen beiseite. Hier sind wir in Mailand oder in Piemont könnten wir das, glaube ich, auch machen. Vielleicht spielen wir die Karte sogar. Dann können wir eine unserer zwei unserer regulären Infanterie in Gardeeinheiten, nee, eine, umwandeln. Das ist auch mächtig. Oder. Hier können wir ausnahmsweise mal so eine Sonderrekrutierung machen. Die funktioniert wie die jährliche Rekrutierung. Das ist auch eine durchaus mächtige Karte. Mit dieser Karte können wir Krieg erklären einer anderen Großmacht. Das geht nämlich nur per Eventkarte. Also wir könnten jetzt, wenn wir mutig sind, sofort Preußen den Krieg erklären. Oder Spanien, wenn wir meinen, dass das sinnvoll ist. Und zuletzt, das ist so eine Sonderkarte, Konsolidierung des Empires. Da verzichtet man in einer Runde komplett auf Armeeaktivierung und bekommt dafür 4 Siegpunkte einfach. Das sollte man am Anfang nicht machen, weil die Situation da noch nicht so konsolidiert ist. So, das sind unsere Möglichkeiten. So, und jetzt zur strategischen Lage. Also, Russland ist Gott sei Dank hier noch an ihren Grenzen. Sie werden jetzt irgendwann vorrücken und das Problem ist, ja, unser Ziel ist es eigentlich zuerst Österreich zu besiegen und sie aus dem Krieg zu nehmen. Dann haben wir freie Hand, entweder weiter gegen Preußen vorzugehen oder wenn wir die Eventkarte haben, das Königreich Spanien zu errichten oder vielleicht auch gegen Großbritannien zu kämpfen. Alle Möglichkeiten stehen uns dann offen. Das heißt, das müssen wir schnell, möglichst schnell hinkriegen. Um eine Großmacht, einen Frieden aufzuzwingen, müssen wir die Hauptstadt der Großmacht besetzen. Das ist in diesem Falle Wien, logischerweise. In Preußen ist es Berlin. Russland hat zwei Hauptstädte. Also hier muss man tatsächlich Petersburg und Moskau gleichzeitig halten, was enorm schwierig ist. Und bei Großbritannien logischerweise London. Aber da kommt man nicht mit Truppen rüber. Das ist hochgradig schwierig. Ja, also wir müssen Wien erobern. Da stehen zwei große Armeen. Die eine unter dem nicht besonders fähigen Erzherzog Ferdinand und die andere hier in Venedig unter Erzherzog Karl. Der ist etwas besser. Vermutlich werden sie über kurz oder lang diese Truppen vereinigen. Bin mir noch nicht ganz so sicher, wie wir da agieren werden. Vielleicht können wir sie da auch rauslocken, verhindern, dass sie sich vereinigen. Ich weiß es noch nicht so recht. Okay, das heißt, unsere große Armee ist hier mit Napoleon an der Spitze. Man sollte, weil Napoleon so ein großer Feldherr ist mit seinen 12, sollte man versuchen, möglichst die großen Schlachten auch immer mit Napoleon zu schlagen. Insofern sollten wir so schnell wie möglich dort in diese Richtung marschieren. Und ich werde jetzt deshalb auch gleich mal die Eventcard Forced March verwenden. Wir müssen die Armee auswählen. Genau, die haben wir schon ausgewählt. Jetzt können wir die hier anwählen und können jetzt zwei Felder mit der gehen. Und das machen wir auch. Bloß jetzt nichts Falsches klicken. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Und wir gehen erstmal durch Lorraine. Nach Baden-Württemberg, denke ich. Das ist ganz okay. Gut. Da stehen wir jetzt. So, die Truppe hier in Bayern, die können wir nicht bewegen, weil wir da keinen General haben. Aber ich glaube nicht, dass sie Wien frei ziehen. Bezweifle ich. Jetzt ist die große Frage, wir haben jetzt noch drei Aktivierungen. Was machen wir mit dieser Armee, die nicht die schlechteste ist? Wir könnten jetzt sie vielleicht hier herauslocken. Also besteht die Gefahr, dass die beiden Armeen sich zusammenschließen in Wien und damit das sehr schwer wird, aber es ist möglich, aber sehr schwer wird, Wien zu erobern. Wir können ihn ein bisschen, tja, wie soll ich sagen, wir können ihn ein bisschen
provozieren, indem wir vielleicht diese Event-Card spielen, die wir hier haben, nämlich Truppen in Italien zu rekrutieren, 2 Einheiten. Das machen wir jetzt mal. Jetzt müssen wir die Region wählen, die wählen wir diese hier. So, und jetzt können wir aus 2 Einheiten aussuchen. Jetzt habe ich blöderweise mir nicht angeguckt, was wir für Truppen da haben. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das hat was so mit der Zusammenstellung der Truppen zu tun. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch abbrechen können. Aber wir machen es nicht. So, ich will mal eine Artillerie und vielleicht eine Kavallerie. Akzeptieren das. Jetzt fügen wir diese beiden zusammen und... Ja, jetzt haben wir eine ganz anständige Armee da. Und jetzt werde ich noch was tun. Ich werde jetzt tatsächlich hier eine Eventkarte noch verwenden, um hier eine imperiale Garde zu erschaffen. Da wählen wir einfach mal hier eine normale Linieninfanterie. Wählen die und die ist jetzt eine Gardeeinheit. Und damit, tja, damit, das muss er sich dreimal überlegen, der Österreicher, ob er jetzt hier tatsächlich von Venedig aus uns angreift. Wir sind zwar zahlenmäßig unterlegen, haben aber den besseren General und ganz anständige Truppen dabei, muss ich mal sagen. Während er vor allem hier diese reguläre österreichische Infanterie hat, die nicht besonders toll ist. Die sind ganz gute Elite-Infanterie, aber er ist nicht so gut dabei. Ich bin gespannt, was er tun wird. Sehr gespannt, ob er hier nach Wien ziehen wird oder uns angreifen wird. Wir haben noch 3 Aktivierungen. Jetzt könnten wir, die Frage ist, was machen wir mit dieser Armee? Auch die hatten General, wenn wir die jetzt hochziehen in die Papststaaten, wird er definitiv hier angreifen und die Armee vernichten wollen. Das wäre doof. Wir könnten sie aber auch, ich bin mir nicht ganz sicher, wir könnten versuchen auch mit der Armee Napoleon zu begleiten, das wäre eine Möglichkeit. Und was ich aber tun möchte, ich möchte die Flotte in Sicherheit bringen. Ja. Oder ich mache Folgendes. Ich kann, glaube ich, diese Armee hier hinziehen, weil das ein Hafensymbol hat. Leider kann ich sie nicht hier hinziehen, weil das kein Hafensymbol hat. Das Mittelmeer ist noch in unserer Hand. Hier sind keine gegnerischen Flotten, deswegen können wir Truppen verschieben. Ich glaube, wir ziehen sie hier hin. Wir können dort jetzt hingehen, weil wir mit Spanien verbündet sind. Dann sind wir zumindest nah dran an unserer anderen Armee. So, dann werden wir jetzt die Flotte in den Hafen. Ja, das geht nicht in einem Zug. Genau, man muss jetzt 2 machen. Flotten können sich auch schneller bewegen. Ich glaube, 3 Felder mindestens. Wir haben jetzt einigermaßen in Sicherheit. Und jetzt haben wir noch eine Aktivierung möglich. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was wir tun. Ich tendiere dazu, diese Armee vielleicht hier mitten zu Napoleon zu schicken, weil die können sich dann sinnvoll irgendwie verbünden oder nach... Ja, machen wir das mal. Schicken sie hier hin. Okay, das war's. Mehr können wir jetzt nicht tun und jetzt geben wir dem Gegner die Gelegenheit, darauf zu reagieren. Ja. Das wollen wir. So, er zieht jetzt schon mal mit seiner Flotte hier in den Golf von Marseille. Okay, das ist interessant, überraschend. Dann zieht er dort die Flotte zusammen und, was macht er? Er trennt seine Armee und er will sie auch über See verschwinden. Oh, wow. Ein überraschender Zug. Oh, alles klar. Gut, Leute. Also er ist tatsächlich, hat eine Landungsaktion in der Provence gemacht. Und was dadurch passiert ist, weil die britische Armee jetzt in der Provence steht, dadurch ist unsere Flotte gezwungen worden, aus dem Hafen auszulaufen. Und wir müssen uns jetzt mit der britischen Flotte messen. Und jetzt muss ich eins dazu sagen, das ist jetzt eine Seeschlacht. Die Seeschlachten sind relativ banal. Also das ist nicht die angekündigte großartige Schlachtmechanik, sondern das ist sehr, ja, sehr simpel, das Ganze. Und das, wir werden auch gleich sehen, wir haben keine Chance gegen die Briten. Warum auch? Warum? Das seht ihr gleich. Wir machen jetzt mal, stellen hier die Schlachtlinie auf. Wir können, das ist eine Regel, nur 6 Schiffe aufstellen, die Briten 7. Einfach aufgrund ihrer genialen Fähigkeiten auf hoher See. Und ihr seht auch, die britischen Schiffe sind überlegen. Ja, und jetzt geht's gleich los. Jetzt klickt man im Prinzip nur, kann man bestimmen immer nach und nach mit jeder Einheit, gegen was man angreift. Also das ist sehr simpel. Die Seeschlachten, da braucht man jetzt nichts Großes erwarten. Die bleiben in der Reserve, die können wir noch ins Spiel bringen, aber wir werden versuchen zu fliehen, so früh das geht.
So, ihr seht, der Gegner hat auch die erste Initiative. Wir sind hier disrupted gleich. Möglicherweise gleich vernichtet. Oh Mann. So, jetzt haben wir mal die Initiative. Nach jedem Zug einer Einheit oder nach jeder Aktion einer Einheit wird das quasi neu ausgewürfelt. Und weil die Briten so stark sind, haben sie jetzt, glaube ich, die ersten vier Züge gehabt. Wir wählen jetzt einfach banal irgendeine Einheit, schießen auch. Wenn wir Glück haben, kriegen wir auch mal irgendeinen bis hin eine Einheit zu erledigen. Aber sie capturen sogar. Sie erobern sogar das Schiff. Ihr seht, wir sind jetzt erst dran. Schießen wir mal weiter. Aber wir landen keine Treffer. Hier oben steht immer, was gerade passiert. Es ist ein Trauerspiel. Also, nach zwei Runden, glaube ich, können wir fliehen. Und das, wir können einfach nur hoffen, dass wir möglichst viele Schiffe behalten. Wobei, auf hoher See sehen wir sowieso keinen Stich. Insofern ist das jetzt auch nicht so entscheidend. Oh, wir haben tatsächlich eins mit einem spanischen Schiff haben wir eins versenken können. Also stellt euch vor, das ist jetzt die Schlacht von Trafalgar. Das ist unsere große, die große Vernichtung unserer Flotte. Danach haben wir nichts mehr auf hoher See zu versuchen. So, wir können jetzt hier ein weiteres Schiff reinbringen und dann die nächste Runde beginnen. Der Gegner beginnt, ja, er versenkt, ist ganz klar. Jetzt sind wir mal dran, großartig. Wir kriegen zumindest einen Treffer. Da kann man sozusagen jetzt drauf aufbauen. Ja, aber das nächste Schiff ist disrupted und erobert worden. Das ist natürlich noch doppelt doof, dass die Schiffe auch noch in britische Hände gelangen. So, versuchen wir mal das hier vielleicht zu erledigen. Nee, das wird nichts. Ich hoffe, dass wir jetzt in der nächsten Runde fliegen können. Nix da. So. Jetzt wird das alles bereinigt und geht wieder von vorne los. Tatsächlich, wir können jetzt versuchen zu fliehen. Das machen wir auch. Das wird jetzt dann nochmal ausgewürfelt. Glaube ich. Bei wie viel das möglich ist. Okay, alles klar. Nee, dann konnten wir zumindest... Ja, vielleicht... perhaps Britannia does rule the waves. Ja, vielleicht. Höchstwahrscheinlich sogar. So, ich bin mal gespannt, wo wir hinfliehen. Zu unserem nächsten Hafen. Aha, über See. Naja, gut, ihr wisst, wie das gemeint ist. In die Bretagne. So, jetzt macht er da irgendwelche Sonderaktionen, die Großbritannien machen kann. Und er greift uns tatsächlich hier an, liebe Freunde. Und jetzt kommt... In dem Fall schon eine große Schlacht. Oh, das wird sehr spannend, denn wir sind unterlegen, deutlich unterlegen, haben den besseren General. Und jetzt mit dem nächsten Video, denn hier mache ich erstmal einen Break. Mit dem nächsten Video gehen wir in diese große Schlacht in der Region Mailand. Und da werde ich euch dann mal erklären und zeigen, wie das funktioniert mit der Schlacht. Das ist nämlich wirklich hochinteressant. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.